Trauma brennt Mundorfs Asthma Physik Astro TV. Wie ich jetzt im letzten Video schon bereits angekündigt habe, werde ich jetzt ein neues Projekt eigenes Sonnensystem erstellen. Da ich mit das andere, was ich begonnen hatte, nicht mal weitermachen kann, da mein alter PC, wo ich die Simulation gemacht habe, nicht mehr geht und ich jetzt da einen neuen habe und die ganzen Daten aber auf den anderen gespeichert waren. Und daher fange ich jetzt ein neues Projekt an. Aber ich werde es ein bisschen anders machen wie davor. Also ich werde jetzt nicht ein komplettes Sonnensystem erstellen und dann jeden einzelnen Planeten analysieren, sondern ich werde mich jetzt auf jedes einzelne Objekt mich genauer konzentrieren und die einzelnen erstellen. Also zuerst brauchen wir einen Stern, damit überhaupt ein Sonnensystem existieren kann. Ich habe jetzt einfach mal einen zufälligen ausgewählt. Und man sieht, dass es ein roter Zwerg ist. Gerade so massenreich genug, damit es überhaupt ein Stern sein kann mit 92,4 Jupitermassen. Da hätte es weniger als 85 Jupitermassen, wäre es nur noch ein brauner Zwerg. Nicht viel größer als der Jupiter. Deswegen werde ich die Eigenschaften jetzt ein bisschen verändern. Also ich werde den Stern ein bisschen... Ah ne, das war jetzt Blödsinn, was ich gemacht habe. Jetzt habe ich einen weißen Zwerg draus gemacht. Ja, das löschen wir jetzt am besten. Dann nehmen wir jetzt einen zufällig bekannten Stern. Ganz einfach mal Kepler 1497. Die Eigenschaften sind perfekt. Also es ist ein sonnenähnlicher Stern. Mit 96% der Sonnenmasse. Und glaube ein kleines Stückchen größer als die Sonne. Ja genau, ein Stückchen größer als die Sonne. Leuchtkraft ist in etwa auch das, was die Sonne hat. Also das ist perfekt, um jetzt ein Sonnensystem zu entwerfen, wo man auch Planeten einfügen können, wo erdähnliche Bedingungen herrschen. Also dann heißt, kann man so ein Sonnensystem, ähnliches Sonnensystem erstellen, das mit unserem Sonnensystem sehr ähnlich ist. So, jetzt werde ich den Kepler 1497 seinen ersten Planeten geben, nachdem wir uns nochmal die Eigenschaft genauer angeguckt haben. Wie Bewegung zum Beispiel. Weil hier sieht man ja nochmal die Rotationszeit, das erhöhen wir ein bisschen auf 33,9 Tagen. Temperatur, ja, das passt alles. So. Und jetzt können wir unseren ersten Planeten erstellen. Der erste Planet soll näher an den Stern sein, als der Merkur zur Sonne ist. Also der Merkur ist 58 Millionen Kilometer von Sonne entfernt durchschnittlich. Aber wir möchten, dass dieser Planet seine große Halbachse bei etwa 30 Millionen Kilometer Abstand zum Stern hat. Daher werden wir, um das besser sehen zu können, die Planetenbahnen sichtbar machen. Sieht man hier auch die Umlaufbahn. Und wir betrachten jetzt einfach mal diesen Planeten. Also noch ist der Planet tierisch kalt, weil ich habe den Planet jetzt eingeführt und die Simulation auf Stillstand. Und dass ich da nichts verändern kann. Aber wir werden jetzt zuerst die Bahndaten verändern. Wir machen einen leicht elliptischen Umlaufbahn draus mit einer Exzentrizität von 0,0275. Der Planet braucht 34,7 Tage, um den Stern einmal zu umkreisen. So, nachdem ich das Video jetzt kurz unterbrochen habe, mache ich jetzt nämlich weiter. Also ich hatte ja davor gedacht, dass die Umlaufzeit bei 34,7 Tagen liegt. Stand ich gerade eben 34,6, okay, ich glaube, hat sich ein Stückchen verschoben. Aber weil ich aus Versehen die Simulation kurz gestartet hatte. Aber wir haben jetzt nämlich festgelegt, dass der niedrigste Abstand zum Stern bei 29 Millionen Kilometer liegt. Also 0,2 astronomische Einheiten. Und der
weitester Abstand zum Stern bei 0,211 astronomische Einheiten steht, was der Exzentrizität von 0,0275 entspricht. Das heißt, die Umlaufbahn ist fast kreisförmig und nur schwach elliptisch. Wenn man jetzt, wir können ja auch die Inklination verändern. Wenn wir dies verändern, ändert sich der komplette Umlaufbahn. Das heißt, ist die Umlaufbahn komplett geneigt um 42,3 Grad. Hier steht das auch geschrieben. Winkel zwischen der Bahnebene einer Referenzebene. Also haben wir hier eine 42,3 Grad geneigte Umlaufbahn. So, jetzt gucken wir hier weiter. Rotationszeit. 16 Tage ist ein bisschen hoch. Wir machen 11,7 Tage. Und dann gucken wir uns auch nochmal die Zusammensetzung von diesem Planeten hier an. Wir sehen ja hier, dass der Planet einen Eisenanteil von 2,56% hat, 97,4% Silikat, 0,0231% Wasser und 0% Wasserstoff. Ist ja auch ein Gesteinsplanet, deswegen hat es auch keinen Wasserstoff. Denn nur Gasplaneten bestehen vorüberwiegend aus Wasserstoff und Helium, wie der Jupiter zum Beispiel, denn die haben ja auch keine feste Oberfläche und alles. Jetzt kann man hier schön die Oberfläche untersuchen. Es wäre mal cool, wenn das, was hier oben steht, verschwindet. Damit man hier auch was erkennt. Also das mit diesen Optionen. Aber der klickt einfach mal auf Option, damit es verschwindet. So, jetzt ist es weg. Und jetzt sehen wir es. Das wird sich ja gleich ändern hier. Albedo ändern wir einfach mal auf 0,23. Jetzt hat der Planet eine Gleichgewichtstemperatur von 292 Grad. Und da der Planet keine Atmosphäre hat, machen wir noch eine dünne Atmosphäre mal hin. Eine Atmosphäre mit 12 Gramm Masse wäre ein bisschen affig. 205 Kilo ist auch nicht so toll. Dann machen wir mal so, genau. Hat auch einen Druck von 0,428 Pascal. Haben wir eine dünne Atmosphäre. Eine gewisse Temperatur. Das ist ja quasi die Oberflächentemperatur, was nämlich ein Planet hätte, wenn es keine Atmosphäre hat. Und wir haben aus den vergangenen Videos ja auch schon gesehen, wenn wir die Gleichgewichtstemperatur ermittelt haben, dass wenn ein Planet angenommen ein Sternabstand von einer astronomischen Einheit umkreist, wie die Erde zum Beispiel, und der Planet keine Atmosphäre hat, entspricht die Oberflächentemperatur die Gleichgewichtstemperatur. Das heißt, wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, hätte die Erde eine Oberflächentemperatur von minus 18 Grad, was auch deren Gleichgewichtstemperatur entspricht. Jetzt haben wir ja auch noch den Energiefluss, Energieabsorptionsrate. Da steht da geschrieben, also Energiezufuhr aus allen Quellen. Das heißt sozusagen, wie viel Energie dieser Planet empfängt. Aus allen Quellen, na gut, die einzige Quelle, die mir einfällt, ist ja der Stern hier. Kepler 1497. Energiestrahlungsrate, also die Geschwindigkeit, mit der der Körper Energie in den Weltraum abgibt. Die Erwärmungsrate. Also die Erwärmungsrate bei 52 Kelvin pro Tag müsste das heißen, genau. Können wir auch ändern auf Kelvin pro Stunde, Kelvin Minute. Das heißt, wenn die Erwärmungsrate die Geschwindigkeit angibt, mit der sich die Temperatur aufgrund von Erwärmung oder Abkühlung ändert, würde es bedeuten, dass der Planet innerhalb eines Tages um 52 Kelvin wärmer oder kälter werden kann. Also, und wenn man das pro Stunde würde machen, würde es bedeuten, dass der Planet quasi 0,0711 Kelvin pro Stunde wärmer oder kälter wird. Oberflächenwärmekapazität brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also halt die Energie, was halt benötigt wird, damit die Oberfläche von diesem Planeten halt wärmer wird. Ein Albedo. Jetzt lassen wir die Simulation einfach mal laufen.
Wir sehen natürlich, dass der Planet jetzt zunehmend wärmer wird. Ist ja logisch, der Planet liegt ja auch sehr nah an seinem Stern. Heißt, Temperatur müsste dann so auf etwa 400 Grad gehen, wenn schon der Planet schon ohne Atmosphäre eine Temperatur von 300 Grad hat, eine Gleichgewichtstemperatur. Heißt, dann müsste es mit Atmosphäre noch viel wärmer werden. Und dauert natürlich auch seine Zeit, bis dieses Ziel erreicht wird. Jetzt müsste es eigentlich noch wärmer werden. Ja, und es geht auf über 300 Grad. Das dauert ja halt auch noch ein bisschen. Sind wir schon bei 320 Grad Maximaltemperatur. Genau. Wärmer wird es wahrscheinlich doch nicht, weil ich doch keine zu dichte Atmosphäre genommen habe. Hä, warum? Wo ist die Atmosphäre jetzt plötzlich hin? Ich habe doch vorhin eine gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht, was hier mit der Atmosphäre los ist. So, jetzt ist die Atmosphäre wieder da. Ah ne, ich hatte doch einen Druck von 0,4 Pascal gehabt. Als Oberflächendruck. Guck mal, was ist jetzt mit der... Warum verschwindet das jetzt immer wieder? Naja, egal, gut, da haben wir jetzt halt Planet ohne Atmosphäre. Ist das auch nicht so schlimm? Gucken wir halt beim nächsten Mal, dass wir es dann vielleicht hinkriegen. Aber eigentlich steht fest, hätte der Planet eine Atmosphäre, wäre natürlich die Oberflächentemperatur viel höher. Weil wir haben ja gesagt, dass das nur die Temperatur ist, was der Planet als Oberfläche hätte, wenn es keine Atmosphäre hat. Und mit Atmosphäre hat man ja auch einen Treibhauseffekt. Und aber dann dadurch der Planet auch viel wärmer an der Oberfläche sein. So, das war schon mal zu unseren ersten Planeten. Hoffe, das hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen. Ciao.